Bei André Breitenreiter wird die Rettung zum Standard. Es wurde gelacht und gescherzt. In der Kabine herrschte auch eine ausgelassene Stimmung. Nach dem 2:0 in der Schneeballschlacht gegen Hoffenheim haben die Roten starke 22 Punkte. Etappenziel 20+X, Breitenreiter, erreicht, so klappt's mit dem Klassenerhalt. Auch dank der großen Stärke bei Ecken und Freistößen. Standard, Kopfball, Tor. Die Roten heben zur Rettung ab. Das 2:0 von Martin Harnik gegen Hoffenheim war schon das 4. Kopfballtor nach ruhenden Bällen, drei Ecken, ein Freistoß, Topwert in der Liga. Felix Klaus hatte den Freistoß her eingeschlagen. Schon seine 4. Torbeteiligung. Per Zauberfreistoß traf er gegen Dortmund, 4:2, selbst. Gegen den HSV bereitete er den 2:0 Endstand durch Elas Bebu mit einem Freistoß vor. In München, 1:3, zirkelte Klaus eine Ecke genau auf den Kopf von Torschütze Charlie Benschub. Und jetzt die Freistoßvorlage für Harnik, der nach 7 torlosen Spielen seinen 6. Saisontreffer erzielte. Breitenreiter, Hanno hat den Platz an der Abseitslinie geschickt genutzt und eiskalt verwertet. Insgesamt traf 96 schon 8-mal nach Ecken und Freistößen. In der Liga sind nur Gladbach, Schalke, beide 11, der nächste Gegner Hertha, 10, und Dortmund, 9, besser. Jonathas, gegen Dortmund, und Niklas Füllkrug, gegen Stuttgart, waren per Elfmeter erfolgreich. Pirmin Schwegler bereitete die Tore von Salif Sanji, gegen Frankfurt, und Harnik, in Gladbach, jeweils per Ecke vor. Die Roten heben zur Rettung ab. Morgen in Berlin und Sonntag gegen Leverkusen kann Breitenreiter eine starke Hinserie krönen. Vielleicht wieder mit Köpfchen nach Freistoß oder Ecke. Und Breite ist schon Jokermeister. Wenn wir umgestellt haben, hat Hannover auch umgestellt. Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann, 30, ziemlich verzweifelt nach der 0:2-Pleite. Aber im Gegensatz zum jungen, gehübten Kollegen hat André Breitenreiter, 44, das goldene Händchen. Wenn Breite wechselt, klingelt es beim Gegner. Wie gegen Hoffenheim, da brachte er Martin Harnik nach 77 Minuten und der macht nur 8 Minuten nach seiner Einwechslung das entscheidende Tor zum 2:0. Breite ist der Jokermeister der Bundesliga. Fast ein Drittel der 19 Saisontore kommen bei den Roten von der Bank. Schon 6 Joker-Tore sind absolute Spitze. Vor Harnik trafen auch schon Top-Joker Füllkrug, 2x in Augsburg, gegen Stuttgart, Jonathas, gegen Schalke, und Bebu, gegen den HSV, als Einwechsler. 6 Joker-Tore, das kann kein anderer. Mainz Schwarz und Stuttgart Wolf kommen Breite mit 4 noch am nächsten. Auffällig, alle drei sind mit zusammen knapp über 100 Erstligaspielen noch relativ unerfahren. Und die grauen Trainerwölfe Hinkes, 650 Spiele, und Heze King, 365, konnten noch kein Joker-Tor bejubeln.